Herzlich willkommen. Okay, der Ton klappt schon mal. Herzlich willkommen, liebe hier Anwesenden. Herzlich willkommen auch an die, die uns gerade via YouTube zuschauen. Ich freue mich sehr, Sie hier heute willkommen zu heißen im Albertinum zum letzten Tag der Sonderausstellung Still Alive, Werke aus der Schenkungssammlung Hoffmann. Zur letzten Veranstaltung im Rahmen unseres Begleitprogramms zur Ausstellung. Und ich bin sehr glücklich, dass dieser letzte Programmpunkt, das Gespräch mit Gundula Schulze-Eldawi, hier live vor Ort stattfinden kann, mit zwei Menschen, die sich gegenüber sitzen. Nachdem ein großer Teil unseres Programms dann ins Digitale verschoben wurde, ist es, glaube ich, jetzt ein wunderbarer Abschluss, bevor die Ausstellung dann um 17 Uhr ihre Türen schließt. Liebe Gundula Schulze-Eldawi, sehr schön, dass Sie hier sind, dass Sie sich auf den weiten Weg gemacht haben aus Peru nach Deutschland zu uns. Ich denke, den meisten, die hier anwesend sind, sind Sie sehr vertraut. Ich würde trotzdem noch einmal ganz kurz ein paar Worte zu Ihrer Person, zu Ihrem Werk sagen. Gundula Schulze-Eldawi ist, sie ist Fotografin, sie ist aber auch Autorin, Dichterin, Filmemacherin. Sie ist in Erfurt geboren, ist dann 1972 nach Berlin gezogen und das war ein ganz entscheidender Zeitpunkt in ihrem künstlerischen Schaffen, würde ich sagen, weil ihr fotografisches Werk, was dann bis 1990 entstand, sehr stark auch von dieser Stadt geprägt war, von fast als ein Porträt dieser Stadt in der Zeit gelesen werden kann. Sie ist dann, ich glaube 1986 haben sie Berlin wieder verlassen, Richtung Dresden für einen Zwischenstopp. Hier haben sie dann auch den Zerfall des Staates mitdokumentiert. Hier sind weitere wichtige Zyklen entstanden, unter anderem der große und der kleine Schritt. Und eigentlich mit dem Fall der Mauer war dann ein bisschen, so scheint es zumindest beim Blick auf ihre Biografie, auch ihre Zeit in Deutschland vorbei, denn dann haben sie sich auf viele Reisen gemacht und waren an vielen Orten zu Hause. Sie waren dann erstmal von 1990 bis 1993 auf Einladung von Robert Frank in New York, in den USA. Danach sehr lange Zeit in Ägypten, haben dort fotografisch gearbeitet und gelebt, in der Türkei, in Japan. Und nun leben sie in Peru, aber auch in Deutschland, an zwei Orten zu Hause und reisen weiterhin viel, wie ich gehört habe. Ich werde jetzt auch nicht Ihre vielen Ausstellungen hier aufzählen. Ich will nur sagen, dass Sie eben in zahlreichen Museen zu sehen waren mit Ihren Werken. In Deutschland natürlich in der Nationalgalerie, im CO Berlin, im Deutschen Historischen Museum, aber auch international in Lyon, in New York. Ich mache jetzt hier nicht weiter und natürlich sind auch zahlreiche Ihrer Werke in internationalen Museumssammlungen vertreten, auf der ganzen Welt, in den USA, in Frankreich, in der Schweiz und auch in Deutschland und eben auch bei uns in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, unter anderem im Kupferstichkabinett im Kunstfonds und jetzt eben seit 2018, seit der Schenkung der Sammlung Hoffmann an die staatlichen Kunstsammlungen Dresden mit weiteren Mappen, die wir jetzt quasi nach Dresden mitbringen. So viel vielleicht zur Einführung. Ich habe es eben gesagt, Berlin spielt in ihrem Werk oder vielleicht auch in der Entwicklung ihres künstlerischen Schaffens eine ganz große Rolle, weil dort eben diese frühen Arbeiten entstanden sind. Und sie waren sehr jung, als sie dann von Erfurt nach Berlin gekommen sind. Können Sie uns ein bisschen erzählen, was für einen Eindruck die Stadt auf Sie gemacht hat und was Sie daran fasziniert hat und was den Moment ausgelöst hat, zu fotografieren? Ist es schon an, glaube ich, wenn Sie sprechen? Hallo? Ja? Ich bin 1900, wann war das? Ich war 15, von zu Hause abgehauen in Erfurt und bin getrennt mit einem Transitreisenden, was strengstens verboten war in der Ostzone. Da bin ich nach Berlin getrennt und war so beeindruckt von den Ruinen. Ich kam aus einer Art Paradies. Ich bin am Stadtrand von Erfurt aufgewachsen, unterhalb eines Waldes und mit ganz vielen Parks und ganz viel Grün. Und das hatte ich satt. Ich fand, die Berliner Mitte hat mich inspiriert. Der Anblick der Ruinen und was noch vom Krieg zu sehen war, hat mich auch erschüttert. Es waren Vibrationen und Schwingungen, die mir kein Schulbuch und kein Lehrer vermitteln konnte. Ich habe mich gefragt, was ist hier passiert? Wie konnte das passieren?
Und das ist eine Frage, die mich mein ganzes Leben lang beschäftigt hat. Und nicht nur der, die ist weitergegangen, die Frage. Soweit, dass ich in Berlin mich das heute auch noch frage. Was passiert eigentlich in dieser Stadt und warum immer Berlin als ein kritischer Ort der Auseinandersetzung mit den Zeitproblemen? Und mich interessiert an Berlin eigentlich auch nur die Berliner Mitte. Ich habe ein ganz seltsames, mystisches Verhältnis zur Berliner Mitte. Und viele Dinge weiß ich auch nur aus meiner inneren Weisheit heraus. So eine Art mystische Stimme, die dann zu mir spricht. Und das hat mich interessiert. Das hat mich inspiriert, diese Fragen. Und deshalb bin ich automatisch in der Berliner Mitte gelandet, also nicht weit von der Sammlung Hoffmann, habe ich 13 Jahre gelebt. Die Sophie Gipshöfe und die Gipsstraße liegt um die Ecke von der Rosa-Luxemburg-Straße und von der Volksbühne. Und ich habe mit Regine Hildebrand, einer Politikerin und Biologin, in einem Haus gewohnt und mit Thomas Heiß auch noch. Ein Filmemacher, direkt gleich am Anfang von der Rosa-Luxemburg-Straße am Alexanderplatz. Und wenn ich auf die Straße gegangen bin, da war ich gleich überall an einem geschichtsträchtigen Ort. Ja? Also in der Berliner Mitte waren alle entscheidenden Institutionen, die den Krieg geführt haben, und nicht nur den Zweiten, sondern auch den Ersten Weltkrieg. Und da waren auch dann wieder alle entscheidenden Verwaltungsinstitutionen der Kommunisten. Ich habe das ja jeden Tag erlebt. Das war die Protokollstrecke, da wo ich wohnte, fuhren jeden Tag die Limousinen zum Palast der Republik. Es war schon sehr interessant. Andererseits war es ja auch das jüdische Viertel, das Scheunenviertel. Und die Menschen, die beide Kriege erlebt hatten, die lebten ja alle noch. Ich habe also von ihnen viel mehr erfahren, als ich in der Schule erfahren hatte, von dem, was da passiert ist. Die Menschen sind, glaube ich, ein gutes Stichwort, denn über die erzählt sich ja auch diese Geschichte von Berlin in ihren Arbeiten. Es sind ja immer Begegnungen mit Menschen, die sie dann abbilden, und es ist ein sehr unmittelbarer Blick, und er wurde oft als schonungslos beschrieben, wie sie die Menschen einfangen, und es ist so interessant, weil es eben so ein direkter Blick ist, aber es ist trotzdem immer, man spürt dieses Vertrauen oder diese persönliche Bindung, die eben vorher da war, und das transportiert sich auch darin, dass in den Titel die Namen der Dargestellten aufgeführt sind. Das heißt, es gibt durchaus so eine Analogie zu so einer sozialdokumentarischen Fotografie, aber es ist viel intimer, es ist viel inniger. Und man fragt sich, haben Sie diese Menschen tatsächlich, war es ein Flanieren, also dieses klassische Motiv des Flaneurs im Realismus, der eben durch die Straßen sich bewegt und seine Motive findet, aber da war ja mehr, da war ja ein Begleiten, da war ja wirklich ein in Austausch sein. Können Sie etwas dazu sagen, wie Sie den Menschen begegnet sind und wie es dann zu dem Moment kam, dass Sie entweder den Impuls hatten, das, was Sie sahen, darzustellen, oder vielleicht auch andersrum, dass die, denen sie begegnet hatten, sich darstellen wollten? Denn das ist ja auch das Interessante an den Bildern. Es gibt diesen unmittelbaren Blick von Ihnen als Fotografin, aber die Menschen, die dargestellt sind, blicken ja genauso unmittelbar zurück. Die sind sich ja sehr dessen bewusst, dass sie dargestellt werden. Ich war begeistert. Ich glaube, wenn eine Fotografin vor jemandem steht, der begeistert ist, dann ist schon, öffnet sich jeder von alleine. Ich war begeistert von diesem Viertel, von dem Scheunenviertel und von der Berliner Art. Ja, ich mag sehr das Berliner Milieu. Ich gebe es jetzt mal zum Besten. Ist der Mai warm und trocken, kannst du auch im Freien bocken. Ist der Mai kühl und nass, macht es auch im Bette Spaß. Wie geht's weiter? Die Kuh hat einen Euter, der Bulle hat einen Sack. Sonntag ist Feiertag. Das hat Horst der
der Kleine, ich habe ja den kleinen Mann und die große Frau fotografiert, das Hochzeitsbild. Er hat mich in seine Wohnung geholt und hat erst mal dieses Gedicht gesprochen. Und andere haben gesungen. Das hat mir gefallen. Wir waren in einer Kneipe, haben uns getroffen. Ich habe meinen Freund abgeholt, der war Maler. Und gerade rüber von der Lüchner Straße 6 war Fengler. Und dann gingen wir manchmal noch ein Bier trinken. Und es waren lauter Rauchschwaden in dieser Kneipe. Und ich hörte dann eine Stimme ganz zauberhaft singen aus dem Berliner Kabarett. Ja? Wenn ich nach Hause gehe, wer ist in meiner Nähe? Ein netter junger Mann bietet mir Bekleidung an. Da habe ich mich dann irgendwann gefragt, wer ist das? Wer singt dir so schön? Und da war ein junger Mann, der war vielleicht 18, der hat diese Dame, die schon immer in den Kabarets sang, zurückbegleitet in ihre Wohnung. Die wohnte nebenan auf dem Hinterhof im ersten Stock. Und eines Tages kam er zu mir und sagte, heute gehst du und bringst sie zurück. Da bin ich aufgestanden und habe sie zurückgebracht und habe ihre Wohnung gesehen auf dem Hinterhof. Eine halbe Treppe tiefer war das Klo. Und da hatte sie so eine von Bulls, eine Bullsflasche mit einer kleinen Ballerina. Zum Dank hat sie die tanzen lassen für mich. Ja, und da habe ich gesagt, ich komme wieder. Ja, so auf die Art habe ich die meisten Menschen kennengelernt. Ich bin nicht losgegangen, weil ich jemanden gesucht habe, den ich fotografieren wollte. Ich habe das ja am Anfang jetzt nicht so intensiv betrieben, das Fotografieren. Es hat sich alles ergeben und ich habe auch das Gefühl gehabt, wäre ich nicht da gewesen, hätte sich niemand für die Menschen interessiert. Ich kam dann später, es war eine Art göttlicher Hand über mir, weil ich habe 13 Jahre lang bin ich durch die Straßen gelaufen und des Prenzlauer Bergs und der Berliner Mitte. 13 Jahre, das ist schon eine ganz besondere Zahl. Ja? Und als ich dann quasi fertig war, da ging die Mauer auf und das Berliner Milieu verschwand. Also ich hatte das Glück, noch so die letzten Züge rudimentär zu erleben. Und manchmal wurde ich falsch interpretiert. Manche Kollegen meinten, was willst du denn mit den Assis? Wo ich mich dann wieder gefragt wie kann man denn die Überlebenden von zwei Weltkriegen in der Berliner Mitte als Assis bezeichnen? Ja, ich glaube, manche Kollegen haben die Tragweite nicht verstanden von dem, was ich gemacht habe. Tatsächlich ist es ja so, dass die Menschen, die Sie sehr empathisch dargestellt haben, eben oftmals die sind, die in der offiziellen Darstellung der Gesellschaft keine Rolle gespielt haben. Die Alten und die Erschöpften, die müden Arbeiter und eben nicht die Optimistischen. Können Sie sich an die Reaktionen erinnern? Sie haben es eben schon kurz angedeutet, dass der Ansturm, wenn Sie denn dann mal ausgestellt haben, ein enormer war, weil die Menschen natürlich auch hungrig waren nach genau diesen Bildern, nach diesem unverstellten Blick. Aber was gab es sonst für Reaktionen oder wie waren überhaupt die Möglichkeiten, diese Bilder zu zeigen in Ihrer Zeit? Das Verrückte ist, ich habe in der ganzen Zeit eine einzige Veröffentlichung gehabt in den Zeitungen. In einer ganz langweiligen Zeitung und der Beitrag, das waren Nebellandschaften, ist so schlecht gedruckt, dass ich mich heute dafür schäme. Das war alles. Und ich bin davon ausgegangen, ich mache diese Bilder, aber die mache ich für mich. Ich werde die nicht zeigen können. In den 80er Jahren war aber schon ein deutlicher Verfall zu beobachten, dieses ganzen SED-Regimes. Also ich gehörte zu einer sehr jungen Generation von Künstlern und wir haben die ganzen Funktionäre nicht mehr ernst genommen. Wir waren frech und vorlaut und respektlos und antiautoritär. So,
da war, das ist, die 80er Jahre sind nicht zu vergleichen mit den 60er und 70er Jahren. Und plötzlich klopfte jemand an meiner Tür und da war ein Galerist da, der von meinen Bildern hörte. Und er nahm es auf seine Kappe, tatsächlich meine Bilder zu zeigen. Und ich kann mich erinnern, die Ausstellung war noch gar nicht eröffnet. Wir hatten sie nur aufgebaut. Und ich bin ein großzügiger Mensch. Ich habe den Fehler gemacht, die Tür offen zu lassen. Und da kam ein Mann rein, der sah aus wie ein Psychopath, meinte aber, wir würden nur Psychopathen darstellen auf den Bildern. Also ein Dicker war in seinen Augen ein Psychopath und ein Nackter war wahrscheinlich auch ein Psychopath. Er hat sich, glaube ich, mehr auf sich, hat sich selbst projiziert. Und ehe wir uns versahen, war plötzlich, waren die Rollläden unten und da kam eine Abordnung von der SED-Leitung, Stadtbezirksleitung. Ja. Und das war ein Mann und eine Frau, die waren natürlich von der Stasi. Und da sahen sie die Bilder von Tamerlan, die ersten, und das Wunder geschah. Das Wunder geschah. Die Frau sagte zu mir, sie sprach wie ein Mensch zu mir. Sie sagte zu mir, ach, hoffentlich geht es uns nicht mal so. Und der Mann sagte, wissen Sie, wir sind hierher gekommen mit dem Auftrag, diese Ausstellung zu entschärfen und Bilder abzuhängen. Wir sind aber beide so beeindruckt von den Bildern, dass wir hier alles stimmig finden. Wir können nichts abhängen. Geben Sie uns mal ein Zeichen, was können wir hier abhängen? Und da habe ich denen quasi diktiert, was abgehängt werden kann. Und das war dann doch auch zu viel des Ganzen. Der Galerist hat dann ein, der war ja bei der in der SED, der hat dann ein Parteiverfahren bekommen und ist geflogen und ich bekam einen Auftrag, in Rummelsburg die Fahrstraße zu fotografieren, der auch sehr gut bezahlt wurde. Und damit hatte sich die Sache dann erledigt. Aber Tamerlan, lassen Sie uns vielleicht da bleiben, denn das ist ja auch die Arbeit, die wir in Auszügen hier oben in der Ausstellung ausgestellt haben. Zum Thema unserer Ausstellung, die sich ja rund um Vergänglichkeit und Transformation dreht, passt sie natürlich wunderbar und sie ist dort in dieser ersten Sektion, wo es um existenzielle Zustände oder den Einfluss dieser Begriffe auf unser menschliches Leben geht, gezeigt und zwar in gegenüber von zwei Arbeiten, die eine andere Phase der Transformation im menschlichen Leben darstellen, nämlich zwei Porträts von jungen Mädchen oder fast Frauen in diesem Zwischenübergang und Tamerlan dagegen eben das andere Ende der Transformation. Es ist eine ihrer frühesten Zyklen, 1979 begonnen, war auch Teil ihrer Abschlussarbeit an der HGB, das hatte ich eben vergessen zu erwähnen, sie haben dann auch an der HGB studiert, Fotografie. Und ist insofern vielleicht auch so eine singuläre Stellung innerhalb der Zyklen, weil diese Arbeit ja sehr viel geschlossener ist als die anderen Mappen, weil sie sich eben dauerhaft mit einer Person auseinandersetzt über einen sehr langen Zeitraum. Sie sind Tamerlan begegnet, zufällig oder vielleicht auch gar nicht so zufällig, wie Sie eben angedeutet haben, und haben sie dann über 8 Jahre hinweg begleitet und ja, waren ganz nah dran an der Veränderung ihrer Lebensumstände und auch dem Verlust ihrer Gesundheit und Unabhängigkeit bis eben zum Zeitpunkt, wo sie dann in einem Heim war. Können Sie uns da nochmal von der Begegnung erzählen und vielleicht auch etwas dazu erzählen, was Sie, weil es für mich so, oder ich versuche nachzuvollziehen, was Ihr Interesse als so junges Mädchen an dieser Frau war? Also ich, im Nachhinein sehe ich oft die Begegnung von uns beiden vor uns. Ich habe viele Menschen getroffen in der Berliner Mitte, aber Tamerlan reagierte auf eine Art und Weise, die völlig ungewöhnlich war. Sie erzählte mir ihr ganzes Leben
Und zwar so ergreifend und intensiv, dass ich gar nicht mehr losgekommen bin von ihr. Ich habe gemerkt, dass sie froh war, jemandem begegnet zu sein, der ihr zuhört und der sie versteht. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Ich glaube, sie hat die gleiche Weiblichkeit und die gleiche Sinnlichkeit auch. Wenn man das Jugendbildnis sieht von ihr, dann, sie war ja auch auf dem Land aufgewachsen, in Posen. Ihr Vater war Gutsbesitzer. Und war ihr ganzes Leben von ihrer Jugend an in Berlin. Das gleicht sich ja alles. Ich war auch seit meinem 18. Lebensjahr in Berlin. Und sie war immer unabhängig. Sie hat immer war eine sehr individualistische Person, und da ähnelten wir uns auch, weil ich auch sehr individualistisch bin. Und ich denke aber, dass da wieder die göttliche Hand über mir war, weil wir waren in Resonanz. Also ihre Geschichte, die sich dann offenbart hatte, die ich ja nicht voraussehen konnte und die sich dann ergeben hat im Laufe unserer Freundschaft, dass sie ins Pflegeheim kam und ihr die Füße und dann die Beine abgeschnitten wurden und sie ihre Unabhängigkeit einbüßte. Das hatte ich alles, das kannte ich alles aus einem mystischen Grund, aus mir selbst heraus. Das hatte ich in meinem vorhergehenden Leben erlebt. Ja? Ich hatte mal geträumt, dass ich in meinem vorhergehenden Leben eine Dichterin gewesen war und schon mit 17 oder 18 einen Literaturpreis gewonnen hatte, was völlig ungewöhnlich ist. Und irgendwie hielt dieser Erfolg aber nicht an. Der wurde unterbrochen durch irgendwelche ziemlich schrecklichen Ereignisse, die mir aber nicht ganz klar gezeigt worden sind. Und dann kam ich in so eine Art Sichtum und endete ungefähr genauso wie Tamerlan dann endete, was ich ja dann miterlebte. Wir kannten uns 13 Jahre. Der Film ist 13 Jahre nach unserer Begegnung entstanden. Wieder 13, ja. Ich habe das eben schon mal gesagt, dass ich das so erstaunlich finde, wie furchtlos sie waren, weil man das ja jetzt auch als Betrachter merkt, wie nah einem das geht, aber auch diese Kraft, die ja nicht nur eine positive ist, die aus dieser Person rausschaltet, das ist etwas total Unbändiges, und dass sie sich dem so, sich darauf eingelassen haben und sich ja auch langfristig darauf eingelassen haben, das war ja dann sicher ab einem gewissen Punkt klar, dass man nicht mehr voneinander loskommt, sondern dass sie begleiten bis zum Schluss in ihrem Leben bleiben. Was mir immer an ihr gefallen hatte, war ihre Weiblichkeit und auch ihre Weisheit. Damit hat sie mich auch inspiriert. Ich habe da auch sehr viel von ihr bekommen. Ich lebte in einem Land, in dem alles nach Schema F geregelt wurde. Und sie hatte eine sehr individualistische Art, etwas zu sehen, was mir sehr gefallen hat. Das spürt man auch an den Liedern, die sie singt, ne? Das hat mir sehr gefallen. Und mit ihr konnte ich über Dinge reden, über die ich mit den anderen nicht reden konnte. Sie war völlig offen, völlig offener Mensch. Und das war ich auch. Ja? Und die Entwicklung dann im Heim, die ich dann auch im Film anspreche, die hat mich mit einer Düsterkeit konfrontiert. Der bin ich schon gewachsen, aber ich bin kein düsterer Typ. Ich bin eher sehr lebenslustig, Tamerlan auch. Und ich eigne mich überhaupt nicht für Düsterkeit. Wenn es düster wurde, dann bin ich meistens verschwunden. Ja? Ihre Vitalität hat mich verzaubert. Und die Verzweiflung, die dann aus ihr spricht am Ende, die floss so völlig unerwartet aus ihr heraus.
das war weder von mir gewollt noch von ihr. Und sie ist regelrecht in den Trance. Und ich wurde da auch mit so dämonischen Mächten konfrontiert, die mein ganzes Leben auch eine Rolle spielten, auch in Ägypten und auch in Peru. Aber ich eigne mich nicht sehr dafür, da bin ich eher ziemlich unerschrocken, ja, schon immer. Also ich gebe diesen Kräften nicht nach, ja. Bin nicht kein ängstlicher Mensch. Das glaube ich Ihnen. Auf den Film wollte ich noch mal kurz zu sprechen kommen. Wir sind ja sehr froh, dass wir ihn hier heute und gestern auch zeigen konnten, zum ersten Mal, quasi die Premiere. Da passiert etwas, was in der Fotoserie anklingt und was dort aber eben von Tamerlan auch ausgesprochen wird, diese Verzweiflung an dem Verlust der Unabhängigkeit und sich dagegen ankämpfen, aber eben dann doch in dieser Verzweiflung bleiben. Insofern, wie haben Sie, oder warum der Wechsel des Mediums? Vielleicht wie? So die Frage, der Wechsel des Mediums. Also wirklich diese geschlossene Fotografie-Serie, schwarz-weiß, mit dem Text begleitet und dann kommt der Film und der ist plötzlich ganz anders und es gibt diesen Gedankenfluss von ihr, der dann eben aber auch gerahmt ist von Korrespondenzen zwischen Ihnen beiden, von Sie selbst tauchen auch viel stärker eben auf. Sie sind zu der Zeit in New York und es gibt diesen Briefwechsel, der mit eingeschlossen ist. Ist das so eine, ja, ein Abschluss Ihrer Begegnung? Amerika kam schon sehr früh zu mir. 1977 lief ich unter den Linden entlang und kam am Alten Museum vorbei und da war eine Retrospektive von Paul Strand. Ist bis heute eine der eindrucksvollsten Ausstellungen der amerikanischen Fotografie, die ich je gesehen habe. Ich war derartig beeindruckt, dass ich, als ich rausging, war klar, ich bin eine Fotografin. Ja? Und jetzt mache ich einen Schnitt. 85 lernte ich dann Robert Frenk kennen, der nach Ost-Berlin kam, in Begleitung von Ute Eskesen, Michael Schmidt und Janusz Fricko. Und wir waren sofort ein Herz und eine Seele, weil ich ja die amerikanische Straight Photography als Vorbild hatte. Also mir war überhaupt nicht unbekannt von der New Yorker Fotografie. Und dann, nach dem Mauerfall, bin ich sofort eingeladen worden von Robert Frenk nach New York. Und hatte dort zwei der größten Poeten gleich kennengelernt, Allen Ginsberg und Robert Frenk. Infolgedessen fing ich an, Gedichte zu schreiben. Und Robert Frenk hatte immer nur eine Polaroid-Kamera und eine Video-High-8-Kamera von Sony. Er hatte nie eine Kleinbildkamera in der Hand. Und ich ging also los und kaufte mir eine Polaroid-Kamera und eine Filmkamera. Und den ersten längeren Film, den ich jemals gemacht habe, war der Film über Tamerlan. Ich ging also los und Robert hat mich inspiriert insofern, dass zwischen dem, der den Film macht und dem Porträtierten kein Unterschied besteht. Ja? Dass seine Filme eine Art von Intensität auch zeigen, die, und Poesie, die völlig ungewöhnlich ist, weil wir nicht nach Konzept arbeiten und Manuskript, sondern auch mit dem Unerwarteten, das sich einstellt und somit eben alles authentisch ist. Ja? Und mit dieser Haltung ging ich zu Tamerlan. Ich konnte ja nicht wissen, dass sie, in welcher Verfassung sie war. Ich war ja lange nicht da, das sagt sie ja auch. Und wie in einer Art Monolog floss es aus ihr heraus. Und ich wurde konfrontiert mit dieser Situation in dem Heim, ein Sterbehaus. Und ich, wenn ich länger in dem Heim war, dann sah ich das ja auch. Ja? Ich ging nicht nur zu Tamerlan ins Zimmer, ich ging oftmals auch in die Zimmer der anderen Frauen,
die nie Besuch bekamen und mehr oder weniger verdursteten. Ich habe mitbekommen, dass sie immer Durst hatten, also habe ich auch immer Wasser mitgebracht und die Schwestern sind nicht so oft zu den Frauen gegangen, also habe ich ihnen oft Wasser gegeben. Und dann sah ich schon, dass es eine Art Sterbehaus war. Und Tamerlan hatte, zeigt doch in dem Film, deutliche Spuren auch eines Menschen, der so von dämonischen Mächten ausgesaugt wird. Also so eine Art Seelenraub, wo man auch dann Depressionen bekommt aus diesem Seelenverlust. Ja, das ist, ich habe das dann später, als ich in Peru war und mit Schamanen zusammengearbeitet habe, begriffen. Ja, im Grunde genommen kann ich sagen, dass die ganze Berliner Mitte verseucht war von Dämonen. Aber da hat mir meine Unerschrockenheit wieder geholfen. Nur in diesem Sterbehaus bei Tamerlan, da sind oft die Seelen, also die Seelen sind ja kosmischer Natur und der Geist, ja? Das Ka und das Ba, der Ägypter, kommt nicht einzeln nur zusammen. Und auch die antiken Chinesen haben gelehrt, Zhuangzi ist mein Lieblingsphilosoph, dass die Seele und der Geist kosmischer Natur sind. Und im Sterben gehen die raus und ist man nicht darauf vorbereitet, gehen die nahtlos in die Dämonenwelt über. Und das erlebt Tamerlan intuitiv und begreift in ihrer Verzweiflung die ganze Wahrheit. Alles, was sie so sieht, was sie auch im Film beschreibt, als Schlangen, diese Schlangen um mich herum, da meint sie natürlich keine realen Schlangen wie Kreuzottern und auch keine metaphorischen für Menschen, die wie Schlangen sind, sondern sie spürt die Wahrheit. Sie spürt die ganzen dämonischen Kräfte, die sich über die Seelen und den Geist der Sterbenden hermachen und kann diese Wahrheit kaum ertragen. Und ich konnte sie auch nicht ertragen. Und in ihrer Verzweiflung wendet sie sich vor mir der Mutter entgegen und sagt, Mutter, Mutter, warum hast du mich verlassen? Damit meint sie die Urkraft, also dorthin, den Urkosmos, das Urbewusstsein, wohin wir Menschen wieder gehen, wenn wir sterben, in unseren Urgrund. Diesem Urgrund habe ich mich dann freiwillig zugewendet. Bei uns ist es der Heilige Geist oder das unendliche Bewusstsein und habe in meinen neuen Bildern, bin ich mehr so ein Weg, den auch die Malerei gegangen ist, schon vor 120 Jahren, also dass sie in die kosmischen Gefilde ging, bin ich als Fotografin auch diesen Weg gegangen in den Kosmos. Und die Entwicklung hat ja auch gezeigt, dass sehr viele Fotografen diesen Weg gerade gehen, den die Malerei, die Musik und die Poesie gegangen ist. Jetzt überlege ich gerade, wo ich ansetze. Ich wollte Sie eigentlich, aber vielleicht passt es ganz gut, denn Sie haben eben diesen Monolog von Tamerlan beschrieben und das ist mit der Grund, warum Text in diesem Film auch so eine enorm starke Rolle spielt. Und das, man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass sie das quasi aus dem Moment heraus gesagt hat, weil das etwas so Abgeschlossenes, so was Übersinnliches, Mythologisches hat. Aber grundsätzlich spielt Text in Ihrem Schaffen ja auch von Beginn an eine Rolle. Wie würden Sie die beschreiben, beziehungsweise frage ich mich, wenn man den Text zu den Bildern, die entstanden sind, da gibt es ja zu einigen Bildern wirklich eine Entstehungsgeschichte, wo Sie beschreiben, wie Sie den Abgebildeten begegnen und wie sich Ihre Beziehung entwickelt hat, da werden Sie als Fotografin so sichtbar, was ja bei den Bildern nicht unbedingt der Fall ist. Man weiß natürlich, dass jemand hinter der Linse ist, aber dass diese Bilder eben auch eine Dokumentation Ihres Lebens, Ihrer Stationen des Lebens sind, das erschließt sich vor allem über die Texte. Welche Rolle spielen die im Zusammenklang mit den Fotos?
ich weiß nicht, ich habe mich hingesetzt und der Tamerlan-Text war der erste Text in meinem Leben, den ich schrieb. Das war der erste Text. Ich hatte das Bedürfnis, die Bilder zu erweitern mit einem Text. Und ich stellte diesen Text aus mit den Bildern in einer Galerie. Und da kam der Günther de Bruyne, ein wunderbarer Schriftsteller, und sagte, Sie sind begabt, Sie müssen unbedingt schreiben. Und dann setzte ich mich wieder hin und schrieb Lothar. Ich hatte auch da das Bedürfnis, ich muss den Mann beschreiben. Das Bild allein reicht nicht aus. So wie er ist, so vielschichtig und verrückt, da reicht das Bild nicht aus. Und dann schrieb ich diese Geschichte Lothar. Und er kopierte mich in allem und schrieb plötzlich eine Geschichte über mich. Ich habe die zufällig gerade gefunden. Ja. Er schrieb dann eine Geschichte über mich und ich habe mich dann in seinen Beschreibungen, in seinen Worten auf seine Art und Weise dann wiedererkannt. Und ich erinnere mich, als ich diesen Text dann auch einmal ausstellte, da kam die Irina Liebmann, auch eine Dichterin, und sagte dasselbe wie Günther de Bruyne. Du hast eine Begabung zum Schreiben, schreibe. Jetzt bin ich aber ein Mensch, der nicht am Schreibtisch sitzen kann, still sitzen kann. Das geht bei mir gar nicht. Also ich habe mir das Schreiben, ich bin eine Schnellschreiberin, ja, das geht ganz schnell oder gar nicht. Aber ich könnte nie im Leben jetzt ein ganzes Jahr am Schreibtisch sitzen. Und so gesehen habe ich mir das Schreiben später habe ich aufgeschoben. Später, als ich ruhiger wurde, habe ich dann auch geschrieben. Ja, sehr viele Kurzgeschichten. Es gibt also zwei Bände, zwei Erzählbände am fortgewehten Ort, der ist erschienen, und Tänzerflügel mit meinen Abenteuergeschichten in Ägypten und meinen Abenteuergeschichten in Peru. Der ist noch nicht erschienen, liegt aber als Manuskript bei mehreren Verlagen und ich gehe davon aus, dass er bald erscheint. Und dieses Schreiben, das ist auch sehr mystisch, weil ich habe das nicht gelernt. Es war plötzlich da. Ich konnte von Anfang an schreiben. Und da erinnere ich mich wieder an meinen Traum, als ich den Literaturpreis bekam im letzten Leben. Es war einfach wieder da. Es war alles da. Ich weiß nicht, ob vielleicht jetzt schon der Moment ist, fürs Publikum zu öffnen, falls es schon Fragen gibt. Oder Sie sich jetzt Gedanken machen können, ob Sie eine Frage stellen möchten. Sonst mache ich weiter mit meinen Fragen, denn das scheint momentan noch nicht der Fall zu sein. Ich wollte Sie noch zu Ihrer Arbeit in Zyklen und Serien befragen, denn das ist ja die Form, in der Sie zumindest zu Beginn und auch danach gearbeitet haben, die ja oft über einen sehr langen Zeitraum entstehen und so zumindest mein Gefühl auch nicht bewusst von Beginn an als eine Serie entstehen, sondern es gibt dann zu einem gewissen Zeitpunkt einen Prozess, wo Sie nach bestimmten Kriterien bestimmte Bilder unter einem bestimmten Titel zusammenfassen. Können Sie uns dazu etwas erzählen, wie das Ich arbeite nie im Auftrag, immer frei und bin immer frei inspiriert, vor allen Dingen von der Poesie. Die Poesie ist für mich eine Sprache des Geistes. Sie verzückt das Herz, wenn das Herz verzückt werden möchte. Und die Poesie kommt immer leise daher, fast ungesehen und ungehört und kaum spürbar, aber seltsamerweise immer sehr klar. Schieben sich dann Bilder und Worte in meinen Fokus und schreibe ich die nicht sofort auf oder fotografiere ich nicht sofort, kommt es nie wieder. Es ist wie aus einem Meer des Schweigens herausgetreten, kurz zu mir gekommen und dann verschwindet es wieder. Ja, und
jedes Land strahlt eine andere Poesie aus. Völlig anders. Es hat auch etwas mit Licht zu tun. Jetzt kam ich nun von New York. New York war für mich ein faszinierendes Erlebnis, allein nur in der Fifth Avenue zu stehen und einmal auf den Absatz sich zu drehen, spinning on my heels. Das war für mich so wie ein Kreisel, der sich dreht. Also in mehreren Ebenen stieg ich dann nach oben und nach unten und es offenbarte sich so viel in der Gleichzeitigkeit des Augenblicks, wo ich mir gesagt habe, was passiert hier eigentlich? Dieser Begriff von Realität, der noch bei den sozialdokumentarischen Bildern eine Rolle gespielt hatte, der hat sich da in dem Moment bei mir völlig aufgehoben. Also es war mir völlig klar, es gibt keine Objektivität und keine Realität. Sie ändert sich pausenlos. Die ist auch von meiner Wahrnehmung abhängig. Ich bin in einem Strom aus Gleichzeitigkeiten, einen Strom aus mehreren Bewusstseinsebenen, die ich gar nicht fassen kann. Die sind außerhalb meines Fassungsvermögens. Aber mein Geist, der bringt mich so schlafwandlerisch wieder in Resonanz mit diesen Ebenen, dass ich dann doch sehr viel über mich auch erfahre durch die Bilder. Und die sehr schnell geschehen. Und erst über die Jahre hinweg begreife ich sie. Und ich bin dieser Spur gefolgt, als ich dann aus New York weg bin und gedacht hatte, es gibt diese Realität nicht, die uns beigebracht wurde. Dann war ich schon einen Schritt weiter, als ich in Ägypten ankam und die Pyramiden sah. Und dann war mir klar, das ist doch nur ein Wegweiser zu Anlagen, die unterirdisch sind. Ja, die Pyramiden sind nur das Sichtbare, da unten geht es weiter. Ich weiß nicht, woher ich das nahm. Das war einfach meine Intuition. Und Intuition ist der weibliche Geist auch. Also die Inspiration, die Improvisation und die Intuition, da bin ich eine Meisterin. Die Dinge kommen von alleine zu mir. Ich muss mich nicht anstrengen und mich nicht bemühen. Und als ich dann 7 Jahre dort war an den Pyramiden, da bin ich zu einem General gegangen von der ägyptischen Luftwaffe. Und er gab mir dann einen Hubschrauber und dann sind wir über den Pyramiden geflogen. Ich wollte die unbedingt von oben sehen, wollte auch sehen, inwieweit die unterirdischen Anlagen von oben zu sehen sind, weil ich auf einer alten Luftaufnahme der ägyptischen Luftwaffe die schon sah. Und es hat sich dann immer mehr verdichtet, auch wo die Hallen der Aufzeichnung sind, also im Süden, auf dem südlichen Gizeh-Plateau. Und ich habe dann gesehen, dass genau es war so eine Art Grenz durch die Erdbeben, wenn ein hohler Raum ist und durch viele Erdbeben, ergibt sich durch die endlos vielen Vibrationen so ein Umriss. Und es ist eine rechteckige Halle und die hat in den Maßen zu allen anderen Pyramiden auch eine Beziehung. Und da war mir klar, das ist überhaupt kein Zufall. Das ist so eingebunden in einen Gesamtplan. Und damals wurde schon intensiv gesucht nach dieser alten Bibliothek. Es war also wieder eine goldene Hand über mir, die mich führte und die mich zu Ereignissen brachte, die mich selbst ein wenig verwundert haben. Ja. Und hinzu kommt, Ägypten ist 96% Wüste. Es gibt Kairo als Superstadt und Alexandria. Ansonsten fließt der Nil durch diese Wüste, der sehr fruchtbares Land hat an den Ufern.
Und dadurch, dass die Wüste gelb ist, ist auch das Licht so gelb. Und überall sind Tempel und Zeugnisse einer verschwundenen, untergegangenen Kultur. Die strahlte auf mich. Und durch diese Strahlung war ich wieder in Resonanz. Also es waren zwei Wellenlängen unterschiedlicher Herkunft von mir und von den Tempeln. Das war eine Art lebendige Geschichte. Und die auch aus mir selbst herauskam und sich öffnete, mich öffnete, dass ich Dinge wusste, die ich ja gar nicht gelernt hatte und wo ich mir sagte, wie kann es sein, dass ich das weiß? Das heißt also, in mir schlummert das alles. Und diese Ruinen strahlen eine Geschichte und Ereignisse aus, die vor vielen Jahrtausenden hier stattgefunden haben. Mit diesen Ereignissen bin ich in Resonanz. Später, viel, viel später, habe ich dann bei den Buddhisten genau das gelesen, die das auch lehren. Sie kennen 9 Bewusstseinsstufen und nur die 9. ist außerhalb der Scheinwelt. Alle anderen 8 sind innerhalb der Scheinwelt und die 8. ist das Speicherbewusstsein. Das heißt, alle Ereignisse, die jemals auf der Erde stattgefunden haben, sind in uns gespeichert. Sowohl in uns Menschen als auch in der Erde. Da geht überhaupt nichts verloren. Wir haben manchmal in der westlichen Welt die Illusion, dass wir alles aufschreiben müssen, um es zu erhalten. Das ist auch Schein. Das ist interessant, weil man ja auch, also ab einem gewissen Zeitpunkt werden Ihre Bilder ja, bewegen sich weg vom Menschen, bewegen sich weg von diesem Dokumentarischen und öffnen sich einem anderen Raum. Ich glaube, das haben Sie gerade ganz gut beschrieben, dass das dann eben in Ägypten passiert und auch danach sich ja fortsetzt. Würden Sie sagen, dass Sie das Interesse für die reine Abbildung von Menschen, dass das irgendwann einfach nicht mehr interessant war? Oder was war der Auslöser davon, dass dann eben eigentlich ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob es sich nur so darstellt, aber ab 1990, wo Sie dann eben auch Deutschland verlassen, dass sich dann auch Ihr Werk einfach nochmal sehr verändert und andere Sachen interessant werden. Was war die Ursache? Es wurde malerischer und poetischer. Und Ägypten war für mich eine Art, wie in einen Traum zu treten. Es waren Traumbilder. Ich bin in mein Inneres gegangen. New York war das ganze Gegenteil, mehr die äußere Welt. Aber in Ägypten habe ich mich verinnerlicht. Ich bin in meine eigene Dunkelheit gegangen und ich war auch sehr oft in Höhlen und habe das Licht dann von außen über 5, 6 Spiegel dann nach innen leiten lassen. Und eines Tages landete ich im Ägyptischen Museum und sah die Mumien der Pharaonen von Sethos I., Ramses II., Thutmosis II. Ich dachte, mich trifft der Schlag, eine mineralische Skulptur, der Mensch. Ja? Da ist schon der Mensch immer noch da. Es ist aber nicht in dieser sozialdokumentarischen Art, die sehr klar determiniert, wie wir über Menschen denken. Das habe ich alles abgelegt, diese klare soziale Determination, was wir sind und die Urteile und Bewertungen. Das ist Stück für Stück immer weiter verschwunden und ich bin mehr und mehr eigentlich in ein völlig neues Weltbild gegangen, wo ich mich gelehrt habe, mehr in die Leere gegangen bin, ins Nichts. Und ich habe auch das Gefühl, ich komme gerade aus der Leere und dem Nichts, dass für uns Menschen nicht die Leere und das Nichts gegenwärtig ein Problem ist, sondern die Fülle, weil die Leere verbindet uns mit unserer Urkraft, die ja himmlisch ist und kosmisch ist. Also wenn ich das leeren Herzens bin, dann dehnt es sich in die Weite aus und dann gehe ich im Universum spazieren
Und dann erinnere ich mich auch an Novalis, der sagte, die Sternenwelt wird zerfließen zu goldenen Lebenswein. Wir werden sie genießen und lichte Sterne sein. Und ich spüre in dieser Welt, wenn ich in einer Stadt lebe wie Berlin heute, nicht mehr die Sterne und die Sternenwelt. Es ist sehr funktional geworden und wir sind weit von unserer Urkraft entfernt. Also je mehr Teilung es gibt, desto größer ist die Entfernung von unserer Urkraft, ja, dem kosmischen Sein. Es ist schwierig, glaube ich, jetzt. Ich wollte gerade fragen, ob es noch konkrete Fragen gibt, aber ich glaube, Sie haben uns gerade eigentlich sehr viel zum drüber nachdenken mitgegeben. Aber ich schaue mich trotzdem noch mal im Publikum um, ob es noch Anmerkungen, Fragen, direkte Fragen vielleicht auch zu dem Werk, was oben in der Ausstellung zu sehen ist, oder zu den anderen Arbeiten gibt. Ja. Moment. Ja. Geht es wieder ganz konkret zurück zu dem, was hier zu sehen ist, und es ist auch eine sehr konkrete Frage, die jetzt, ich hätte so ein bisschen gezögert, uns wieder so sehr zurückzuholen, aber zu dem Film Frau am Kreuz, wenn ich das richtig sehe, sind ja die Aufnahmen eben 93 entstanden, aber der Film selber hat erst 2020 seine Form gefunden. Wie bitte? Aber der Film als solcher hat erst 2020 seine Form gefunden, stimmt das? Was war der Grund, das dann ja schon alte Material wieder in die Hand zu nehmen? Wahrscheinlich gab es irgendeinen inneren oder auch äußeren Anlass dazu? Ich musste die Filme digitalisieren lassen und das sind sehr viele, 100 über High-End-Filme. Das ist sehr viel Geld. Das war ein Grund, weil es zu teuer war. Und ein Freund von mir hat sie dann in 10 Jahren digitalisiert. Und das hat also sehr lange gedauert. Und im Grunde genommen habe ich die vergessen. Ich habe sie vergessen. Ich war gar nicht mehr an den Film interessiert. Und irgendwann, das war vielleicht 2016, 17, hat er mir die Filme zurückgegeben, digitalisiert. Und da habe ich mich hingesetzt und habe die alle angeschaut. Und da war mir klar, den Tamerlan-Film muss ich als nächstes schneiden. Und ich hatte dann das Glück, dass ein Student, ein privater Student zu mir kam, der gerne Unterricht von mir haben wollte. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, was kannst du denn? Und dann sagte er, ich kann Filme schneiden. Ich sage, gut, ich gebe dir Unterricht, du brauchst mich nicht zu bezahlen und du schneidest dafür meinen Film, Die Frau im Kreuz. Ja, Clemens Freigang hat den Film geschnitten, hat er auch sehr gut gemacht. Aber das sind jetzt nur die äußeren Anlässe gewesen. Als der Film dann am Entstehen war und ich wieder hineingefallen bin in die Thematik, da wurde es ein wenig gruselig. Also ich hätte am liebsten die Flucht ergriffen. Ja? Und ich habe gemerkt, hier ist etwas noch aufzuarbeiten. Ich habe noch etwas hier zu tun. Und es wurde mir dann immer noch gruseliger. Gott sei Dank war ich dann aber in Peru und mit diesem 10.000 Kilometer Abstand konnte ich dann mich dem Thema stellen, in voller Tragweite, weil das Thema ist schon sehr schwer. Der Film lief auch schon in Prag unter im Rohschnitt und einem anderen Titel. Und die Kuratorin Stephanie Kiewit sagte, er ist stellenweise unerträglich. Er ist auch für mich stellenweise unerträglich. Ja. Ich habe aber gespürt, ich habe so eine Art Tamerlan-Syndrom. Und dieses Tamerlan-Syndrom bedeutet für mich, nicht mehr alles der Kunst unterzuordnen.
nicht mehr alles hinzunehmen, der Kunst wegen, nicht mehr alles zu ertragen, nur der Kunst halber, sondern mir ist jetzt mein Leben, mein Sein wichtiger geworden als die Kunst. Das ist das Tamerlan-Syndrom. Gibt es weitere Fragen? Sonst würde ich vielleicht eine Frage an Sie und Frau Hoffmann stellen, denn ganz klar ist ja, dass das Verbindungsglied zwischen den Mappen, die sich in der Sammlung befinden, ist ja eben die Örtlichkeit, dass die eben dort aufgenommen wurden, wo dann eben auch Sie sich eingerichtet haben, Frau Hoffmann. Können Sie sich noch erinnern, wo Sie diesen Werken erstmals begegnet sind und wie Sie dann auch Gundula Schulze-Eldowi kennengelernt haben? Damals lebten wir in Köln und ich habe als Mitglied des Kölner Kunstvereins häufig Wache geschoben da. Also genau wie das heute hier im Albertinum ist, wurden eben immer wieder Mitglieder gesucht, die aufpassten. Und dabei gab es zum Beispiel eine Ausstellung von Fotografinnen aus der DDR. Kann man nichts hören? Doch, eigentlich schon. Ich wiederhole das jetzt aber nicht. Danke fürs Aufmerksame. Und die ihre Fotografien, das war damals Berlin in einer Hundenacht, interessierten mich besonders. Und dann haben später mein Mann Rolf und ich sie besucht in Berlin. Aber das war, bevor wir uns hier niederließen, das hatte damit gar nichts zu tun. Insofern, ja, also ich glaube nicht, dass uns dieser Mystizismus verbindet, aber wir haben uns auf eine Weise verständigen können. Wir haben sie ja häufiger im Atelier gesehen und wir haben auch später viel Kontakt gehalten. Sie haben mir von Robert Frank erzählt, Sie haben mir erzählt von Peru. Ich kenne Ihre Aufnahmen aus Peru, wo sich eben dieses Landschaftsbild, in dem man die Geschichte wiedererkennt, auch auf den Aufnahmen deutlich zeigt. All das habe ich ein bisschen aus der Ferne miterlebt, aber Ihren weiteren Weg sonst nicht verfolgt. Ich glaube, ich war zum zweiten Mal in Köln und die Marianne Stockebrand vom Kölner Kunstverein hatte im Herbstlauf des Vergessens, das ist eine andere Version, eine Diashow von Berlin in einer Hundenacht, ja, mit Interviews und der Kabarettsängerin, die ich schon erwähnt hat und zitiert habe, und Lothar, der singt, und der kleine Mann, der Horst, der singt. Und Marianne Stockebrand sagte mir, dass sie komplett begeistert gewesen sind. Haben das gesehen mit Rolf und ich soll bitte anrufen bei ihnen. Und da habe ich angerufen und habe sie besucht in ihrem Atelier in Köln. Ja. Und so haben wir uns kennengelernt. So rum war das. Ja, gut. Danke. Ich habe eben schon das Zeichen bekommen, dass uns leider die Zeit wegläuft. Vielleicht noch eine letzte Chance für eine Frage aus dem Publikum, bevor wir hier tatsächlich für heute und für die Ausstellung die Türen schließen müssen. Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich mich bei Ihnen, Frau Schulze-Eldowi, ganz herzlich bedanken, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben zu uns. Ich möchte mich auch unbedingt nochmal bei Dirk Preuß bedanken, der heute die technische Betreuung der Veranstaltung übernommen hat
und ganz, ganz herzlich bei Jane Body, die uns nicht nur bei der Realisierung der Ausstellung oben unterstützt hat, Volontärin im Albertinum, sondern vor allem eben auch das Begleitprogramm mitkonzipiert hat und umgesetzt hat und heute und gestern wirklich sehr gefordert war und dafür gesorgt hat, dass das hier alles so reibungslos funktioniert hat. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend heute und hoffe, Sie bald bei vielen weiteren Veranstaltungen live vor Ort wiederzusehen. Herzlichen Dank.